Hey Shakers, heute ist was richtig Cooles hier auf dem Tisch. Level Up haut eine neue Sorte raus, den Dark Raptor. Das Ganze schmeckt nach sauren Apfelringen, was sich schon mal echt fantastisch und geil anhört. Wir sind Colin und Dennis TV und jetzt rollt das Intro. Bis gleich. Hey Leute, jetzt geht's ab. Also, ja, hier steht ein richtig cooles Wort auf dem Tisch. Level Up haut den Dark Raptor raus. Ganze hört auf den Namen Sour Apple Rings. Schmeckt also nach sauren Apfelringen. Wer hat sie nicht geliebt früher? Ich liebe sie immer noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie das Ding hier schmeckt. Hoffentlich ist es mal eine Sorte, die von Haus aus richtig reinhaut, ordentlich Power hat, vielleicht auch ein bisschen sauer ist. Ja, los, wir packen mal aus. Ja, einmal den Raptor in die Kamera halten. Na, das Design ist sehr, sehr dunkel gehalten. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sieht. Es hat Tatsache dann so ein bisschen einen grünen Glanzeffekt. Das sieht schon echt geil aus. Also designmäßig gefällt mir hier diese Sorte sehr, sehr gut. Ja, also jede Energy-Firma hat eine Apfelsorte. Ich bin immer schnell dabei, dass ich sage, dass ich Apfel ein bisschen langweilig finde. Ich weiß auch nicht ganz warum. Irgendwie ein persönliches Problem von mir. Ja, ich bin jetzt gespannt, ob mich Level Up vielleicht da mal überzeugen kann und aus dieser Langeweile rausholen kann. Ne? Okay, es ist wieder ein Löffel auf 500 Milliliter. Eis ist hier schon im Shaker. Wir nehmen stilles Wasser. Das machen wir mal schnell. So, okay, diesmal durchsichtiger Shaker, dann seht ihr also gleich, was sich Level Up hier für uns ausgedacht hat. Also es ist ein Grün, aber Tatsache hier ist ein richtig krasses Dunkelgrün, denn wir sind hier in den, ja, in der dunklen Zeit angekommen anscheinend. Dark Raptor. Wisst ihr, wie das aussieht? Alter, ich weiß ja nicht, ob ihr schon Kinder habt oder vielleicht ist es noch nicht so weit weg, dass ihr mal selber Kinder wart. Das sieht aus wie so Tuschwasser. Wenn irgendwie das 12. Bild gemalt ist, dann sieht Tuschwasser am Ende so aus. Dunkelgrün, braun. Jetzt gucken wir mal hier. Der Dark Raptor. Ja, saure Apfelring. Ich bin echt gespannt. Huiuiui, ja, das hat Power. Die Sorte ist geil. Ah, die ist lecker, das gefällt mir. Die ist nämlich sauer, aber eben auch nicht so übertrieben auf die Fresse sauer, sondern, also du merkst schon eine gute Säure und dann hast du aber auch richtig knackiges Apfelaroma. Die finde ich gut. Echt eine ganz gute Mischung. Das ist so richtig so das saure Gefühl auf der Zunge schon fast. Ja, krass, mutige Sorte. Schön mit Power, schön ordentlich Geschmack, viel Apfelgeschmack. Gute Säure, nicht übertrieben, also es geht nicht übers Ziel hinaus. Sehr lecker, geil. Jetzt grübel ich schon wieder, aber ich, ja, und ja, man schmeckt schon so dieses Weingummi raus, ne? Also saure Apfelringe ist ja dieses Weingummi. Schmeckt man schon raus, dass das, die Apfelrichtung dahin gemeint ist, finde ich. Aber du musst auf jeden Fall schon sauer mögen, ne? Also wer damit gar nichts anfangen kann mit sauer, da, ja, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Für mich ist es gerade noch so eben auf dem Level, dass man es gut trinken kann. Finde ich sehr, sehr lecker. Echt eine coole Sorte. Ich bin jetzt schon mal überlegen, gleich bei der Bewertung, ob es mal wieder Zeit ist.
Dann können wir das Ganze auch mal bewerten. Ihr kennt es mittlerweile, Gold, Silber, Bronze und für einen Kracher gibt es einen Diamond Shaker. Jetzt bin ich am Überlegen. Schmeckt es mir so krass gut? Andersrum, wenn man zu sehr überlegt, kann es ja auch nicht der super Wahnsinn von einem selber sein, ne? Ja, komm Leute, wir setzen mal den super Wahnsinn aus und es gibt einen sehr, sehr, sehr guten Goldshaker. Schmeckt einfach sehr lecker. Jetzt überlege ich gerade, jetzt weiß ich auch, wonach es so ein bisschen schmeckt. Ist dieses Triple Green, das war auch Kiwi, Limette, Apfel, oder? Das Apfelaroma ist das Tatsache. Also wenn es so ist, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht vorher, aber in die Richtung erinnert es mich gerade ein bisschen an die Triple Green. Ja, Goldshaker ist okay. Also eine knackige Säure, guter Apfelgeschmack, echt lecker, gutes Ding. Das Ganze ist ja in so einer Doppelveröffentlichung rausgekommen. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann guckt mal schnell rein, seppt mal die Playlist durch, abonniert vielleicht gleich oder auch hier diese Glocke kann man ja aktivieren, dann kriegst du eine Push-Mitteilung beim nächsten Video. Also ich finde das ganze Ding sehr lecker. Ich habe jetzt hier immer noch, ich bin begeistert über meinen Tuschwasservergleich, denn das sieht haargenau so aus wie Tuschwasser. Auch das finde ich sehr, sehr witzig. Naja, wenn man über seine eigenen Witze lacht, ist man auch immer gut bedient. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr meinen Humor feiert oder eher nicht. Ja. Level Up ist schon immer für eine Überraschung gut. Das Ding hier schmeckt mir wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auch da eure Meinung. Gerne mal in die Kommentare. Feedback immer reinhauen. Wir freuen uns, wenn ein bisschen was los ist unter den Videos. Versuchen echt alles zu beantworten. Highlights werden wir auch mal in die Insta-Story packen. Ja, und so kann man dann eigentlich nur noch zum Abschluss sagen. Ihr könnt liken, abonnieren, Glocke aktivieren und Level Up inhalieren. Bis dann. Tschüss.